meinem Kanal. Ich heiße Rosemarie und ich habe heute ein Aufgebraucht-Video für euch. Ja, es ist schon eine Menge geworden. Ich hoffe es... Ja, genau. Wir legen gleich mal los am besten. So, was ich zuerst verbraucht habe, ist einmal ein Teekanne, ein Tee in Blaubeere Muffins. Der hier. Die sind sehr, sehr lecker von Teekanne. Also kann ich wirklich nicht... Also... Kann ich wirklich sagen, dass sie sehr lecker sind. Aromatierte Fruchttee mit Blaubeere, Muffins und Aroma. Also wunderschön, kann man echt wirklich gut trinken. Man braucht auch wirklich eins davon nur. Die sind auch nochmal extra eingepackt. Finde auch immer hinten immer so ein schöner Spruch ist hier damit dabei. Die finde ich immer sehr toll. Ja. Genau. Dann habe ich hier noch einen Tee. Wir trinken jetzt im Winter ja nur viel Tee, jetzt gerade warmen Tee. Hier habe ich noch einen, auch von der Teekanne, ein türkischer Apfel mit fruchtiger Süße nach türkischer Art. Das ist einmal der hier, ist auch von Teekanne. So sehen die Packungen aus immer, da sind sie nochmal extra drin. Ja, war auch sehr lecker. Wir trinken die sehr, sehr gerne von Teekanne und probieren uns gerade ein bisschen, gerade auch wenn die im Angebot sind, da kaufen wir mal ein bisschen mehr. So, dann habe ich jetzt heute einen Tee aufgemacht. Einmal von King's Cow, das ist von Rossmann, eine limitierte Edition. Schokofrüchte, einmal der hier. Den habe ich jetzt gerade aufgemacht, hier sind 120 Gramm drin, das ist ein loser Tee. Das muss man in so einen extra Beutelchen oder in so eine Eierform reinmachen und dann in Wasser mit rein. Ist super. Ich habe den jetzt hier zweimal benutzt. Also in eine Kanne voll gemacht und dann nochmal eine Tasse für meinen Sohn, dass es nicht zu heiß wird. Schmeckt trotzdem sehr, sehr lecker, auch wenn man das ein zweites Mal mit benutzt. So, dann ist noch Tafelsalz. Feinkörnig leer geworden, 500 Gramm von Karat, das günstige Variante, also von Salz, kaufe ich immer nach, ist in Ordnung und macht seine Arbeit. So, dann ist noch leer geworden von Aloet, Classic feuchte Toilettentücher, sensitiv 70 Stück, die sind alle geworden, ja, die kommen bei uns immer. Jeden Monat, dass sie alle werden. Diesmal ist nur eine Packung leer geworden. So, dann habe ich etwas für die Toilette von Domol. WC Reiniger Intensiv Power. Das ist einmal der hier. Den hier finde ich auch sehr, sehr gut. Okay, da muss man aufpassen, das ist ein kleines bisschen flüssiger. Aber wenn man ein bisschen aufpasst, dass man nicht zu viel reinmacht oder wenn man von oben so reindrückt, darf man nicht zu viel drücken, dann ist es eigentlich gut. Wenn man aus Versehen zu viel drückt, dann naja, kommt ein bisschen mehr raus, aber das kann man ja verteilen, so gesagt. Ja, finde ich super, das ist auch blau, die Farbe hier drin. Duft ist auch ganz in Ordnung, der ist von Domol, also von Rossmann. 750 Milliliter sind hier drin, ist in Ordnung, kaufe ich mir auch gerne nach. Genau, und ist auch ein gutes Produkt. Und dann benutze ich noch eins von DM. Das ist das Lila, ne? Das auch, glaube ich, nur 99 Cent kostet, das WC für die Toilette. Das ist auch sehr gut. Also das macht richtig unten die Kalkflecke weg. Richtig gut. Also wenn man das paar Minütchen drin einziehen lässt, so eine Stunde oder so, zwei Stunden, und dann nochmal drüber geht mit dem Schrubber drin für die Toilette, dann ist das wirklich richtig, richtig gut. Also der Rand ist bei mir immer blitzblank. Ich nehme immer den hier zuerst und dann nehme ich den anderen, mache die zusammen rein, nochmal schön richtig liegen lassen, nochmal schön durchziehen lassen und dann nochmal drüber und dann spülen durch dann. Ja, das ist mega gut. Und dann habe ich jetzt eine Maske von Aktivkohlschaum und eine Peel-Off-Maske. Die sind zusammen. Die habe ich in einem Video euch auch schon gezeigt, genau. Da hatte ich erst die Aktivkohle genommen, also Aktivkohleschlamm benutzt. Die hat auch leicht gebrannt und das hier unten bei der Peeling auch.
Also wenn man es wirklich nicht verträgt, ein bisschen, ja, dass es ein bisschen weh tut. Also es ist nicht, nur minimal ist das. Man kann es aushalten, aber die Leute, die es überhaupt nicht aushalten können, die müssen, dürfen überhaupt nicht diese Maske benutzen, so wie ich das gehört habe. Genau, weil ich habe auch schon andere Videos darüber gesehen, die haben auch gesagt, es brennt. Und ja, genau. Aber ist trotzdem eine tolle, die war in ein Gewinn drin gewesen, genau, die hatte ich ja gewonnen. Und war trotzdem sehr, sehr gut gewesen, aber die wirklich nicht so etwas aushalten können, die ist das leider nichts, aber die wirklich sagen, okay, ich halte das ein paar Minütchen aus, dann ist das auch wieder weg, dann ist die Haut sowas von kühl danach, die ist super gewesen. Wo ich auch nicht so extrem, dass es so ein bisschen brennt, das mag ich auch nicht so extrem, aber das konnte man noch aushalten. Und danach war es wie weg, eine Minute und dann war es wie weg gewesen, das Wehtun. Genau, dann habe ich hier noch Multivitamine für Kinder. Das sind einmal die hier. Die zeige ich euch ja auch immer in die Kamera. Hier sind 20 Stück drin. Die sind diesmal von DM. Muss ich unbedingt wieder nachkaufen. Die sind nämlich alle jetzt geworden, komplett. So, dann habe ich einen Rasierschaum Sommer Prince mit Kraftfruchtextrakt für eine sanfte Rasur von Isana, eine limitierte Edition gewesen. Ja, die ist jetzt mal alle geworden. Die habe ich auch schon eine ganze Zeit. Ja, sie ist endlich mal alle geworden. Aber war sehr gut gewesen. Man konnte auch mal ein bisschen nass machen, den Rasierer und drüber gehen und nochmal ein bisschen was passiert. Also, dass es drauf bleibt. Aber wenn es zu viel Wasser ist, dann geht das auch ab. Also ist ja klar, wenn zu viel Wasser drankommt mit Eimer, dann geht's ab. Aber sonst hat das sehr gut geschäumt und war sehr gut. Es war auch erst so ein Gel. Ja, das war erst so ein Gel. Und dann ist es zum Schaum geworden. Ne, ist nichts mehr drin. Ne, ist alle. Also erst so ein Gel macht man auf die Hände und dann, wenn man das dann einreibt, dann wird das zum Schaum. Ist auch schön gewesen. So. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblings-Shampoo von Balea. Ein Shampoo Anti-Schuppen, schuppige und trockene Kopfhaut. Das ist einmal das hier. Mit 300 ml ist auch vegan. Das Shampoo liebe ich über alles. Ich habe jetzt bloß, dafür gibt es kein gibt es ja die Spülung nicht dafür. Aber da habe ich ein anderes Gutes gefunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier drin liegt. Ja doch, hier, da habe ich von Balea Spülung Feuchtigkeit für trockene und strapaziertes Haar. Da nehme ich immer die zwei dafür, einmal das Shampoo und dann die Spülung. Hier sind jeweils immer 300 ml drin, ist auch vegan, ist super. In der Kombination ist es wirklich sehr, sehr gut. Also ich muss auch wirklich sagen, seit ich die hier benutze, muss ich auch nicht mehr so oft Haare waschen. Ich wasche immer in der Woche gerade mal zweimal meine Haare nur. Ja, eine Woche. Also einmal Mittwoch und einmal sonntags wasche ich meine Haare. Und es ist Bombe, die zwei Produkte. Vorher habe ich immer alle zwei Tage Haare gewaschen. Aber bei jetzt nur noch zweimal die Woche. Ist super. Also Körper wasche ich natürlich öfters. Ja, jeden Tag, ja. Aber die Haare mache ich dann immer so ein bisschen hoch, dass sie nicht nass werden und dann gehe ich mich duschen unten rum. Genau. So, dann habe ich hier ein paar Badebomben. Die sind von Action gewesen. Das ist mit Koran, also mit Wassergeschmack, sowas eine Art. War auch sehr toll. Hier sind 3 Stück, 50 Gramm drin. Die hatte ich in ein Tauschpaket reingetan, zu verschenken, also zum Geben. Ja, genau. Und dann kam auch noch in den Tauschpaket rein die Rose. Da waren auch 3 Stück drin, 50 Gramm. Fand ich sehr gut. Der Duft, die Düfte hier drin von den Badebomben sind sowas von gut. Das riecht richtig nach Frische und das riecht nach Rose. Also super. So, dann habe ich hier noch ein paar Windeln gekauft.
von Baby Schwim. Premium, Windeln, bis zu 12 Stunden Auslaufschutz, super weich, Parfüm, Lotion, Extra und Naturlack 0%. Und hier sind 68 Stück drin, Größe 5 von 10 bis 16 Kilo. Das sind einmal die hier. Ja, die kriegt mein Sohn jetzt nur noch für die Nacht. Hier ist auch so ein süßer Hund immer drauf. Ja, aber es wird schon besser. Es wird schon besser. Naja, kann man noch nichts machen. So, der hat so einen tiefen Schlaf, dass er das abends gerade gar nicht richtig mitbekommt, dass er pullern muss. Außer er trinkt abends nicht mehr zu viel. Das mache ich ja auch immer jetzt gerade. Dann funktioniert es abends. Aber wenn er abends dann wieder zu viel trinkt, dann ist das nichts. Genau. Aber es wird schon immer besser und ja, genau. So, dann habe ich hier noch einen Früchtetee, einen Krümeltee mit Früchtetee. Der ist von McGuides. Hier sind 4 Liter, kann man Tee machen. 400 Gramm sind hier drin. Man kann heiß und kalt genießen. Das ist einmal Waldfrucht. Das ist Waldfrucht. Das habe ich mal bei McGuides mitgenommen. Schmeckt auch sehr lecker. Ja, Duft ist auch in Ordnung. Riecht auch richtig nach Waldbeere. So, dann habe ich hier noch ein Shampoo von Volume. Dünnes und feines Haar. Das ist einmal das hier. Das fand ich, ja, nicht so gut. Ja, Geruch war in Ordnung. Aber ich fand das nicht so wirklich gut. Ich wollte mal ein bisschen mehr ausprobieren, deswegen hatte ich das auch mal mitgenommen, auch wenn da jetzt Volumen draufsteht. Ich weiß, ich habe dickeres Haar, aber ich wollte trotzdem gerne mal ausprobieren. Aber für meine Haare war das nicht so schön gewesen. Genau. Dann habe ich hier noch ein von Handspülmittel von Palmolive mitgenommen, also leer geworden. Hier sind 750 ml drin. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Produkt. Hält sehr, sehr lange. Riecht super. Original Hand- und Spülmittel mit Mandelnextrakt. Genau. Ist super, werde ich mir auch wieder nachkaufen. Braucht man wirklich auch für die Spüle nicht so viel. Nur wirklich ein kleines bisschen und gut ist es. Die Flasche hält lange. Pflegt die Hände schon beim Spülen. Ja, kann ich sagen, ja. Ist in Ordnung. So, dann ist etwas noch leer geworden von Essence. Ein Fixing Spray, 50 ml. Ist auch wieder leer geworden, auch vegan. Ich finde es bloß noch schade, wenn das da unten noch was drinnen ist, funktionieren diese Fixing Spray nicht mehr. Das finde ich wirklich schade daran. Und das auch ohne Alkohol. Benutze ich auch sehr, sehr gerne und kaufe ich auch wieder nach. So, dann sind hier etwas Eisenvitamine von Altaparma leer geworden. Die sind von Rossmann. Das ist mit Kirschgeschmack, 80 Gramm. Das sind solche Brausetabletten. Und die macht man in normales Leitungswasser oder in warmes Wasser, wenn es abgekühlt ist. Also abgekochtes Wasser einfach reinmachen dann. Warten, bis es aufgelöst ist, das geht ganz schnell und danach kann man das trinken. So, und dann in der Mitte muss man nochmal ganz kurz noch ein bisschen umrühren, nochmal unten, weil da unten dieses Zeug dann drin ist. Einmal umrühren und dann nochmal austrinken und dann ist das gut. Aber wenn man sich dann nochmal am Ende umrührt, dann ist das meiste unten drin, was gerade das meiste Eisen oder Magnesium oder die Vitamine gibt davon. Genau, davon sind 2 alle geworden. Eins musste ich leider wegschmeißen. Das war schon ein bisschen älter gewesen. Das war hinten in der Ecke gewesen. Das musste ich aussortieren. So, dann habe ich hier noch eine Maske. Eine von Müller. Eine Lemon Cupcakes. Eine limitierte Maske. Eine Creme-Maske gewesen. Zitrone und Vanilleextrakt.
Für alle Hauttypen. Klarer, feinporige Haut. Die war super gewesen. Habe ich euch auch ein Video darüber gezeigt. Ist super und ja. So, dann habe ich hier noch eine Maske von Balea. Auch eine limitierte. Eine Tuchmaske mit dem magischen Duft nach Sternenzauber. Also Duft ist in Ordnung gewesen, aber wie Zauber, Duft nach Sternenzauber riechen soll, weiß ich nicht. Also die war super gewesen, ist vegan und kann ich auch wieder nachkaufen gerne. So, dann habe ich hier noch ein paar Gefrierbeutels. Von wo die sind, weiß ich jetzt nicht mehr. Die sind schon länger ein bisschen in meinem Schrank. Das sind Gefrierbeutel. 3 Liter, 25 x 32 cm, 30 Stück sind drin, die haben 1 Euro gekostet. Einmal die hier sind mal leer geworden. Ich mache jetzt gerade alles nur noch leer. Ich kaufe auch kein Make-up mehr, außer wenn jetzt mal wirklich was alle geworden ist. Sonst kaufe ich wirklich nichts mehr nach. Außer Lebensmittel natürlich, ja, die braucht man ja. Aber sonst kaufe ich nichts mehr wirklich nach. Ich mache jetzt meine ganzen Schränke jetzt leer. Die sind voll. Und es ist jetzt gut. Es wird jetzt erstmal leer gemacht. Und weil es nimmt auch überall immer Platz weg. Auch das ganze Zeug, das ganze Schminkzeug, was im Bad ist, das nimmt einen ganzen Schrank da drinnen fast weg. Ja, und deswegen möchte ich die gerne leer machen. Genau, bei mir fällt gerade alles runter. So, dann habe ich hier noch was vom Pampers Sensitive Feuchttücher leer gemacht. Da sind 52 Stück drinnen, die hier. Das sind auch richtig gute Feuchttücher, die hole ich sehr gerne. Also wo mein Kind noch klein war, habe ich die auch immer wieder nur geholt. Habe echt keine anderen genommen, die von Rossmann, die normalen, oder von DM, die normalen. Fand ich nicht schön, die sind so schnell ausgetrocknet gewesen. Also fand ich nicht toll. Hier gab es auch immer dazu noch so eine Box dazu, wo man die reinlegen konnte und mal aufmachen konnte und rausholen kann. Und ja, ich finde die top und die kommen immer bei mir nachgekauft. Genau. Jetzt habe ich noch ein paar Stifte, ein paar Buntstifte mitgenommen. Das war von Kick gewesen. Genau, Kick. Von Kick gewesen. Ein paar Buntstifte. Die sind jetzt von meinem Sohn in die Schule, also in den Kindergarten mit reingekommen, weil er da immer die Schule hinkommt und da ein bisschen Unterricht machen, ein bisschen was, ein bisschen lernen. Aber nicht immer, nur ab und zu mal. Genau, hier sind 10 Stück drin, ganz normale Farben, die man braucht. Und für 2 Euro kann man wirklich nicht meckern. Ich hatte auch welche schon mal bei Teddy gekauft. Da haben die 3 Euro gekostet. Und warum? Wegen 2 Stifte mache ich mir jetzt keine Hose jetzt davon, dass dir jetzt 2 Stifte fehlen. Ob man 12 oder 10 Stifte hat, Hauptsache man hat die Grundfarben hier drinnen. Finde ich ungut. Genau. Was habe ich hier? Achso, dann habe ich hier noch einen Spitzer gekauft. Den hatte ich euch auch gezeigt. Der war jetzt von Teddy gewesen. Der Spitzer, der war ja für 3 verschiedene Größen. Für kleine, für mittlere und für größere Stifte gewesen. Weil ich habe ja auch einen Buntstift für ihn geholt, in groß, weil er damit am besten schreiben kann jetzt erst einmal. Bei den kleinen Buntstiften hält er den Stift noch nicht so richtig, so wie man den halten sollte. Deswegen habe ich alles in groß geholt, so ein bisschen, dass er damit auch spitzen kann in der Schule oder im Kindergarten. Sorry für die kleine Unterbrechung, ja. So, jetzt kommen wir weiter zu meinen liebsten Waschmitteln. Also das liebe ich von Fernell, dieses Aromatherapie von mit wertvollen Relax Oil mit zauberhaften Magnolien. Das ist einmal dieses. Ich liebe es. Ach, meine Wäsche danach, die riecht sowas von gut, wenn man das hier benutzt. Also ich liebe das. Das hole ich aber auch nur, wenn es im Angebot ist, mal ein paar mehr davon. Und ja, ich habe noch 3 Flaschen, glaube ich, jetzt noch da. Eine ist noch anbenutzt. 34 Wäsche. Oh, bis zu 140 Tage frisch. Naja, schon
Ein bisschen, ja, aber es riecht sowas von gut, wenn man die Wäsche aufhängt. Oh, super, super, super. Das ist mein Lieblingsprodukt, werde ich immer, immer wieder nachkaufen, solange es ein Sortiment ist. Aber das billige Produkt muss man wirklich ein bisschen mehr reinmachen in den billigen Produkt. Da gibt es ja auch einmal dieses Noob dafür, das man ja noch kaufen kann. Aber da braucht man wirklich ein bisschen mehr dafür bei den anderen. Genau. Und wenn es im Angebot ist, warum sollte man da nicht mal zuschlagen? Ist sowas ein gutes Produkt, wenn ihr mal riechen könntet? Ich würde jetzt sagen, riecht auch gar nicht so extrem stark. So einen ganz feinen und normalen Duft nach der Blüte, aber so einen pilikranten Duft hat es überhaupt nicht. Also liebe ich. Ist auch gerade mal die erste Flasche wieder leer. Ich benutze gerade die zweite Flasche und das hat auch bei mir im Monat gehalten. Okay, ich wasche jetzt nicht so oft. Ich wasche jetzt jede Woche vielleicht ein bis zwei Waschmaschinen oder manchmal nur eine Waschmaschine. Kommt immer drauf an, wie wir arbeiten müssen und so alles. Ja, genau. Und jetzt habe ich eine Maske von Action. Genau, das ist Cinderella. Diese Maske mit diesem Schuh. Diese Schuhmaske. Ich fand, die war, habe ich auch ein Video damit abgedreht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die genau war, aber die war, glaube ich, in Ordnung gewesen. Ja, schaut gerne mal in das Video nochmal rein, wenn ihr es wissen wollt, wie die Maske war von Disney-Prinzessin, von Cinderella. Super gewesen, aber auch trotzdem super. Genau. Dann habe ich noch eine Maske mit Drachenfrucht von Action. Das ist einmal die hier, ist auch vegan. Duft war in Ordnung gewesen, Größe war, glaube ich, auch in Ordnung. Ja, fand ich gut. So, dann habe ich hier eins leer gemacht von Befola Cremefrucht mit Fruchtigkeit Formel. Also das hier, das war sowas von super gewesen. 300 ml war drin. Der Duft, der war auch wirklich, also wenn man konnte man wirklich so machen. Oh, dann hat man wirklich die Cremefrucht wirklich gerochen. Das ist ein Duschgel für den Körper. War super gewesen. Das, was ist denn das? 300 ml? Wo ist denn der? Weiß ich gar nicht. Egal. So, dann kommen wir zu den letzten zwei Produkten. Das ist einmal noch eine Isana Tuchmaske mit ein Durchlöscher für die Haut. Die hatte ich auch in einer Verlosung drin gehabt. Ah nee, das war ein Tauschpaket mit der lieben China gewesen. Da habe ich ein Tauschpaket gemacht. Oder war das ein Tauschpaket? Der China? Oder ein Gewinn? Kann ein Tauschpaket gewesen sein oder ein Gewinn gewesen sein, was ich gewonnen hatte bei jemandem. Das ist einmal diese tolle Tuchmaske, aber ich war, glaube ich, die Meinung, dass es von der China war, wo ich das Tauschpaket mit ihr gemacht hatte. Da war das drinne gewesen, die war super gewesen, war kühl gewesen. Duft war auch in Ordnung. So, und dann kommen wir nochmal zu einem Fixing Spray von Max und Moor Fixing Spray. Das ist das hier. Ja, war in Ordnung, aber wenn es wieder hier ganz unten fast leer geworden ist, dann kommt das nicht mehr richtig fein raus, sondern kommen immer diese Klumpen, also solche Kleckse raus. Und da muss man das wieder nachbessern wieder, weil man die Kleckse natürlich im Gesicht, wenn man das Fixing-Spray benutzt, im Gesicht ja auch sehen kann. Das sieht man dann auch. Die gehen auch gar nicht weg, dann die Flecke. Da muss ich nochmal mit dem Pinsel drüber, aber sonst ist das Produkt wirklich sehr, sehr gut. Macht auch schön das Make-up verschmelzen. Wer nur ein normales und wenig Schminke hat, dann ist das wirklich in Ordnung. Aber wenn man, glaube ich, viel benutzt, also viel Schminke, dann weiß ich es leider nicht so genau, ob man das dann auch funktioniert. Ich mache ja immer nur den Concealer, ein bisschen Puder, ein bisschen Blush drauf. Blush, ja doch. Und Wimperntusche und hier oben meine Augen. Mehr mache ich ja meistens nie drauf, aber dafür ist das sehr, sehr in Ordnung. Habe ich auch, glaube ich, schon wieder nachgekauft. Ich muss mir unbedingt nochmal ein Fixing-Spray nachkaufen. So, das war das letzte Produkt gewesen.
So, meine Lieben, ich hoffe, das Aufgebraucht-Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen, über einen Kommentar, wie ihr das Aufgebraucht-Video fandet. Ob ihr auch so viel aufgebraucht immer habt. Ja, genau. Und jetzt werde ich neu sammeln für Dezember. Ja, das hier kommt ja Ende November hoch, das Video. Genau, ich lade immer meine Aufgebraucht-Videos immer Ende des Monats hoch. Genau. Sind aber tolle Produkte, die ich auch immer wieder gerne nachkaufe auf jeden Fall. Manche Produkte sind natürlich nicht so gut gewesen, aber man lernt darüber, was gut ist und was nicht gut ist. Und ja, ich werde jetzt erstmal alles aufverbrauchen. Ich habe noch so viel in meiner Wohnung hier, was ich erstmal aufgebraucht werden muss. Masken habe ich auch noch genügend, deswegen kaufe ich jetzt erstmal auch keine richtigen Masken, außer mal jetzt noch ein paar Wintermasken für Dezember, weil ich ja dann ein paar Wintermasken machen wollte. Ja, sonst kaufe ich auch erstmal keine Masken nach. Ich hole erstmal nur das, was ich wirklich brauche. Genau. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Däumchen oben freuen. Habe ich ja gerade eben schon mal gesagt. Keine Ahnung, warum ich es nochmal sage. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, auch wenn ihr das Video schaut. Und ich sage Tschüssi, meine Lieben. Habt noch einen wunderschönen Tag.